Menge von diesen Platten. So. Jetzt habe ich fast keinen Bock mehr. Und wo war eigentlich das Zentrum der Taverne? Irgendwo hier, ne? Ach, oben ist dunkel. Na gut. Sofern das alles dunkel ist. Was haben wir denn jetzt hier alles abgesahnt? Könnten wir eigentlich noch ein bisschen nach unten buddeln, ne? Also das wäre jetzt so mein Tipp. Und das machen wir in einem 45-Grad-Winkel. Fackeln. Ne, aufladen. So, leer. So. Und dann hier. Halt so. Bling. Hier nach unten wollte ich. Sehr schön, das Sommerzeug. Wir nehmen einfach alles mit, was wir irgendwie finden. Hier ist Lapis. Ja, Lapis nehme ich mit. Das kenne ich überhaupt nichts. Das ist sowieso. Immer brauchbar für erweiterte Schaltkreise, ne? Und wenn wir für die Reaktor. Kammern, Platten, da brauchen wir noch so viel von dem Zeug, von daher kann das nicht schaden. Das nehmen wir alles schön mit. So. Und dann haben wir wieder mal ein bisschen gebuddelt und rumgemeint. Es wird vielleicht der ein oder andere vermisst haben. Hier ist eine Höhle, ne? Da ist irgendwo eine Höhle. Ich buddel mich jetzt einfach mal hier nach unten. So. Wir kommen wieder nach oben, keine Sorge. In unserem Jetpack ist genügend drin. Für einen Aufstieg. Das Einzige, was wir nicht haben, so meiner, jetzt in der Nee, wir haben noch ein bisschen Akku. Ja gut, während der auflädt, schenke ich mir hier gleich nochmal Tee ein. Ach, morgen schon wieder arbeiten. Hey, und dann alles Zeit verschoben und ach, scheiße echt. So. Weg damit. Brauche ich ja nicht diesen Scheiß. Was haben wir hier noch? Plupp. Schießen wir nochmal schräg 45 Grad nach unten. So kann man nämlich auch schön meinen. Hier unten ist Beedrock. Da ist Ende Gelände. Wenn wir jetzt hier clever sind, gehen wir diese Richtung. Na, am Beedrock, also noch eins hoch. Hier haben wir nämlich Redstone. Das können wir gut gebrauchen. Mache jetzt gleich mal hier auf. So. Hier hoch jetzt. Ja. Redstone brauchen wir ja eh viel. Ja, gut. Oh, jetzt. Wieso schießt er hier nicht so weit? Also, das wundert mich ein bisschen. Okay, dann wieder eine Fackel. Bisschen schielen. So, bloß wir sind voll. Nö. Wir haben doch nicht nur neun Zinn gefunden. Das glaube ich nicht. Gucken, wo wir noch ein bisschen Redstone herbekommen. Brauche ich alles nicht. Was ist das hier? So.
Hier ist Lava irgendwo. Irgendwo ist Lava. Dass die uns jetzt auf den Schädel fließt oder wir reinfallen. Oh, das hat sich beantwortet, glaube ich. So. Von wo sind wir gekommen? Ach du dickes Ei, hier irgendwo hier. Und dann... Nö. Hier ist eine Fackel, hier oben. So. Ja, das war jetzt schon sehr verwinkelt, deswegen gehen wir jetzt auch hier. So. Schluck Tee. Dann Fraps reinstarten. Und dann zischen wir hier ab. Ich habe irgendwie genug. Diamant habe ich jetzt nicht gefunden. Ich schieße mal irgendwo hin, aber... Hier ist noch ein bisschen Eisen. Das nehmen wir schön mit. Oh, und jetzt müssen wir hier hoch. Oh, das ist ganz schön... Schauen wir mal, ob er das noch schafft. Dann müssen wir gleich so landen, dass halt möglichst keine Drecksbande uns an den Kragen geht. Na gut, das hätten wir jetzt locker geschafft, ne? Ich lasse das jetzt alles so. Boah. Ja, jetzt haben wir ganz nebenbei noch ein paar gute Sachen bekommen. Material halt. Wie ist das jetzt mit dem Haus? Na gut, das ist gar nicht mehr so schlecht. Was ist das hier? Haben wir dahin geschossen? Ja, ne? Irgendwas ist doch hier. So. Angst. Wir müssen dann diesen Krempel irgendwie abschalten. Also die Monster müssen wir einfach abschalten. Ja. Ja, Singleplayer Commands. So. Und diese Erde müssen wir hier mal auffüllen. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir das so kaputt gemacht haben. Das schaut so merkwürdig aus, ne? So. Ja, so ist recht. Cool. Da haben wir schon wieder 64 und da können die 31 rein. Und hier oben haben wir wieder 64, da können die 40 rein. Und hier, das nehmen wir auch mit, da kommen die 9 rein. Oh ja, ja, jetzt fallen mir aber die Löffel ab. Und hier kommen die Cobblestones rein. Flint, Flint. Dann Redstone haben wir ein bisschen was gefunden. Ja, besser als gar nichts, sage ich immer. Wir haben eine Menge zum Aufladen. So, ist hier was drin? Nö. Das lasse ich jetzt mal hier. Naja, guck mal, jetzt haben wir auch schon 34 gelbe, ne? Ich mache das halt immer so nebenbei. Und Kleinvieh macht eben auch Mist. Okay, voll, voll. Dann, was wollte ich jetzt hier? Akku laden.
Der ist bestimmt schon weiter im Kontext. Dann haben wir ja auch noch Gold. Das tun wir dann hier rein. Und bei der Gelegenheit mache ich uns wieder Bronze. So. So ist auch gut. So, jetzt müssen wir im Grunde genommen nichts steuern. Oh. Ja, gut. Jetzt haben wir eine Menge Steine, ne? Ach komm, alles ist zu vieles, stopfen wir irgendwie da hinten rein. Da ist nochmal Zinn, irgendwo war gerade Zinn am Durchlaufen. Ist doch Zinn, wieso macht man das nicht? Da können wir hier schon wieder einen ganzen Stack Adventured Alloy machen. Da ist der Scheiß weg. Oder wir machen nochmal Refined Eisen. Ja, das extra noch. Ja, wir müssen nämlich hier noch jede Menge erweiterte Schaltkreise und erweiterte Maschinenblöcke machen. Na. So. Dann, wie viel haben wir davon? 44. Also es kann nicht schaden, wenn wir das jetzt mal durchwursteln. So. Haben wir die Tür auf? Nee. 8, das gleich in Kompressor. Prima. Dann hier nochmal auffüllen. Laser her. So. Stonepipe. So. Die Pumpe, die ist auch sinnlos, dass wir das hier mit rumschleppen. Aber es ist ja Bildkraft, also kommt sie mit hier hinein. Machen wir es mal so. Das raus. Diamanten raus. Yes, guck mal. Ich liebe es, wenn so viel da ist. So, jetzt tue ich gleich ein bisschen entleeren. Was war das? Ach, hier. Ja, wir brauchen dann sowieso ganz viel von diesen Adventured Alloy. Also, da müsst ihr euch jetzt keine Gedanken machen, dass ich das sinnfrei vergeude. Tue ich nicht. Ich doch nicht. So. Sehr schön. Ja, dann craften wir das gleich zusammen. So. Nee, so, so. So war's, ne? Nee, nicht Bronze. Blödsinn. Doch, Bronze. Ich muss es erstmal testen. Stimmt schon. So. 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 So, finito. Hey. Ah, Blödsinn. Im Ofen wird das wohl kaum was werden. Oh, Carbonplatten.
Wir haben auch einen ganzen Sack voll brauchen. Ihr werdet sehen. Okay, dann entleeren wir uns hier mal ein bisschen mit dem Dust wieder. Damit das nicht so riesenvoll wird. Das haben wir denn nicht. Was ist das? So, 32, mehr mache ich jetzt mal nicht. Da. Okay. Ach, Lapis. Sehr schön. Ach. Cool. Was macht das Metall? Mir fallen gleich die Löffel hier ab. So. Hier können wir auch wieder ausleeren. Ach, scheiße, erstmal drauf. Guck mal dann. Kommt Zeit, kommt Rat. Ne? Hier ist nochmal Gold. Durchlassen. Durchlassen das Zeug. Sehen, ob das gut geht. So, komm rein. Hier werden sie geholfen. Cool. So. Na, ich tue das gleich mal herunter, dass ich das nicht vergesse. Und schauen wir mal, wo hier irgendwo Kohle mit reinpasst. Hier passt noch ein bisschen rein. So. Den Rest nehme ich mal mit. Für Fackeln. Sehr schön. Könnten wir auch noch zwei Wasserzellen machen. Rüstung muss ich nicht aufladen, die ist ziemlich voll. Okay. Kupfer, das lasse ich jetzt da drin, weil ich es einfach nicht brauche. So, jetzt haben wir hier wieder 64. Aua. Das wird Refined Eisen. Gucken. Ja. Also man sollte von jedem immer so drei Stacks haben. Permanent. Wenn man viel baut. So. Und das sollte man auch immer genügend zur Verfügung haben. Wir haben auch jede Menge Gold, ne? Also da kann man echt nicht meckern. Gute Planung. Übrigens habe ich von X-Killer Bees, den kennt bestimmt jemand, der spielt auch relativ viel Industrialkraft, technische Mods, hat auch mal ein sehr gutes Let's Play gemacht. Ich habe jetzt bei ihm geguckt, der hat nämlich jetzt auch ein Red Power IC2 Bildkraft Let's Play angefangen. Und ich habe gedacht, hey, mal gucken, wie er so anfängt, aber das alles zusammengecheatet, ja, da fängt er irgendwo an in der Welt, wo schon tonnenweise Zeug steht und rennt dann einfach nur rum. Ich fand es ehrlich gesagt doof, weil alles schon fertig war und das finde ich echt blöd. Also es ist eine Rumcheaterei, weil er ganz genau weiß, dass es sich in die Länge zieht. Das fand ich als ehrlich gesagt doof. War ich ein bisschen enttäuscht, weil ich eigentlich Besseres von ihm gewöhnt war. So. Ja, komm her da. So, und jetzt müsste mal gucken, wie unser Kompressor. Ach, naja, gut. 18 und hinten waren, glaube ich, 44 drin. Ja, da müssen wir hier schon anbauen. Ich nehme das jetzt nicht raus, weil. Pah. Und das ist unsere Reserve. Gut. Wie sieht's hier? Licht ist aus. Das geht ja überhaupt nicht, oder? So. Hier hinten müssen ja auch Lampen rein.
Jetzt haben wir ordentlich Lichthöhne. Also ich finde es jetzt richtig krass geil. Ich mache jetzt trotzdem ein Päuschen, Leute. Ich muss überlegen, wie wir als nächstes vorgehen. Bis dann.